Hallöchen, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin hier im Garten. Ihr seht hier schon meine Motorsense. Die will nicht. Irgendwas ist mit einem Sprit und mit einem Vergaser. Wenn sie denn mal läuft und ich hier an der Pumpe nur leicht mache, dann läuft sie rund. Mache ich es nicht, kriegt sie ein bisschen zu wenig Sprit oder geht ganz auf. Jetzt will ich mal gucken, dass ich den Vergaser da rauskriege. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist ein ja, Nadeldüsenschieber. Keine Ahnung. Jedenfalls Dreh, hoch, schiebt. Keine Ahnung, was Vergaser. Mal gucken, ob ich den da rauskriege. Gucken wir uns den mal zusammen an. Jo, da bin ich nochmal. Jetzt habe ich das kleine Dingens draußen. Oh, wirklich mini winzig. Ich denke mal, das liegt bestimmt hier hinten an der Membrane. Denke ich mal. Weil da macht er einen Unterdruck. Und dann pumpt er sich das Benzin, ich glaube, über den hier rein. Oder über den, nee, da ist der Auslass, das ist der Einlass. Muss ich mal gucken. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich das auseinander habe. Da bin ich wieder. So, aber die Membran hier, ja, spritzt Benzin, ist egal. Die ist noch heil, so wie es aussieht. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da was kaputt wäre. Ja, es spritzt noch. Es spritzt noch Benzin. Ja, ich muss mal weiter gucken, ob ich den noch weiter auseinander kriege. Ja, seht ihr, mit einer Hand da. Die Membranen sehen aber auch noch gut aus, sind nicht gerissen. Vielleicht ist er nur verharzt. Ich guck mal. Naja, gut. Ich melde mich nachher gleich wieder. So, bin ich wieder. Ich habe einen Fehler gefunden und zwar ist das ein Sieb. Und da sieht man schon, da sind irgendwie Sachen drauf. Das Sieb ist dicht. Das saß hier drinne. Konnte ich nicht pusten. Ich werde das jetzt hier mal versuchen sauber zu machen. Jetzt habe ich natürlich meinen Bremsenreiniger zu Hause gelassen. Das müsste aber auch so gehen. Mit WD-40 habe ich, WD-40 habe ich hier, müsste es auch gehen. Ist ja noch Öl. Und dann mal gucken, ob sie dann wieder läuft. Weil letztes Jahr lief sie noch, deswegen wundert mich das. Aber das Sieb, das ist hier total. Bleh. Da ist Schmodder drauf. Kann man das sehen? Da ist Schmodder drauf. Ist kein Wunder, wenn das da nicht richtig durchkommt. Na gut, ich mache das mal sauber und dann gucken wir mal weiter. Da bin ich wieder. Mal gucken, ob ich euch da eingefangen kriege. Ich glaube aber nicht. Ja, das sieht man jetzt nicht. Aber jetzt ist das Sieb wieder ein bisschen sauberer. Mit Bremsenreiniger habe ich jetzt extra geholt. Und wenn ich jetzt noch mal das andere ein bisschen aussprühen und dann baue ich den wieder zusammen und dann schauen wir mal, ob das wieder läuft. Ich hoffe, weil die Ich hoffe nicht, dass das an der Kurbelwelle liegt, dass da irgendwo die Lager, die Wellendichtringe oder was auch immer da noch irgendwo ist, dass die undicht sind, dass die nicht mehr genug Unterdruck, diesen Unterdruckimpuls gibt zum Vergaser, dass der da genug Sprit pumpt. Wäre blöd. Na gut, ich melde mich nachher gleich wieder. So, dann bin ich wieder. Jetzt sind wir wieder zusammengebaut. Ich packe euch mal kurz zur Seite. Ich weiß nicht, ob er das davor aufgenommen hat. Also, ihr habt eben gesehen, es läuft wieder. Es war das Sieb, zum Glück. Und nicht noch die Wellendichtringe irgendwo an der Kurbelwelle unten irgendwo. Gut, dann kann ich ja jetzt endlich weitermachen. Hat jetzt eine Stunde gedauert. Okay, bis zum nächsten Video.